Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, Gimmeliko, mit der 23. Folge von Shadow of the Tomb Raider. Also ich kann, wie es aussieht, das dann doch jeden Tag bringen. Ja. Gut. Denn redest du mit mir? Ja. Stinker. Meine Klamotten sind wieder sauber. Yay. So. Okay, das habe ich. Ich muss hier erstmal weiter durchsuchen. Ich bin mal gespannt, ob es einen Händler hier gibt. Oder ob ich hier noch... Das wird gut tun, habe ich verstanden. Okay. Dann zeig mir, was mir gut tut. Okay. Starkes Messer. Oh. Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. Na, welche Höhle meinst du denn, mein Kleiner? Hier ist nix. Überall muss man... Oh. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Gesundheit und noch mehr Gesundheit. Das wäre jetzt meine Antwort. Sorry. Bin nur auf der Durchreise. Tja. Wo war das? Ah, da. Ein Wächter hält. Ah, hier. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mir egal, den Rest nimmst du. So, dann haben wir das abgeschlossen. Ich muss gleich dahin und dahin und dahin. Ich hoffe, ich krieg den nix auch. Hi. Yes. Sorry. Alter. Oh, ich liebe diese Stadt. Schrott haben die auch. Aber komischerweise, die Männer sind hier, laufen nur im Lendenschurz rum und die Frauen. Ja. Gut. Laufen so bedeckt rum. Eigentlich müsste Gleichberechtigung für alle sein. Bist du? Oh. Die wollen mich jetzt verarschen. Ich muss echt die Tunika tragen. Und für... Tut mir leid. Ja, ich zieh mich ja schon um. Ich zieh mich. Oh. Das ist ein Haus. Tag. Ja. Die Mesoamerikaner nutzen Steine wie diesen, um Getreide und Saatgut zu verarbeiten. Aber ist ein schönes Motiv. Die reden nur mit mir, wenn ich diese Scheiß-Tunika trage. Tag. So. Ah. Kann ich hier ein bisschen upgraden.
Schaden. So. Wenn ich schaffe, muss ich auch mal wieder zurückreißen. Wie gesagt, bevor das zum Ende zugeht, möchte ich gerne alles auf jeder Ebene auf 100% haben. Das wird dann aber sowas von ein Kraus. Oh. Achtung. Ja. Alles Gute kommt von oben. Jetzt redet er mit mir. Hi. Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Mhm. Aber ich hab's gesehen. Er hat sie. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel verloren? Gut. Ist alles in Ordnung? Nein. Nein. Kisko der Tote hat meine Würfel. Und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid, du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco, den Toten, sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Hm. Na, wo ist Pisco, der Tote? Pisco hat meine Würfel, das weiß ich. Hoffentlich holst du sie zurück. Okay. Ich gucke mich erstmal hier unten um. Ei. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Na, ja, war mir klar. Hm. Ah. Ich hab mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Ach, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Oh, schon wieder so einer. Mach mal das erstmal. Ich sag ja, jetzt sind diese Folgen werden. Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru. Ja. Ich finde sehr viel Lager. Oh. Ja, es macht demütig, hier in Paititi zu sein. Oh, demütig. Das ist eine Ich muss mal. Ach, da. Ja, Gesundheit. Ah, da. Ach, der ist auf dem Boden. Ich dachte schon, ne? Alter. Ich kann da hoch. Pass auf, wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. Oh.
Geheimnis entdeckt. Hallo. Ja. Ja. Und alle. Hopp. Halt dich fest, Clara. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Zack und hopp. Oh. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Ja. Ein paar Kaufleute umbringen. Ah. Oh. Alter, das hätte schief gehen können. Wortwörtlich. Komm. Ist was unter Wasser, was mir gefällt. Ressourcen. Ne. Was ist das denn? Holz nur. Okay, ich sollte mal aufhören, dieses Dun-Dun-Dun-Dun-Dun-Dun-Dun-Dun-Dun. Ich brauche erstmal eine neue Ausrüstung. Ah. Da geht's dann raus, oder wie? Geht's raus. Da komme ich wieder hier hin und ich muss da eh hin. So, jetzt mal ein paar Häuser durchsuchen. Vielleicht finde ich da noch Dokumente. Also bei mir seht ihr wirklich alles. Der Grund ist, warum ich gerne alles versuche zu machen, ist einfach, besonders bei Tomb Raider, ist einfach die ganzen Rätsel und so ganzen Geheimnisse, die in dem Spiel stecken, zu erkundigen. Was machst du denn da? Willst du plündern, Fremde? Große Krieger sind schon gescheitert. Versteckte Orte hüten Reichtümer. Falls du überlebst. Wovon redest du da? Von einem Übergangsritus. Einem Test, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Eine Prüfung für jeden Kultistenkrieger. Das ist nichts für jemanden wie dich. Du ahnst nicht, wozu ich fähig bin. Dann finde den Pfad der Schlacht. Mal sehen, ob du und dein Hochmut ihn überleben. Alles klar. Oh, au, 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 au. Alles klar. Boah.
das ist... Ich bin sprachlos. Das muss der Nawal sein, die mystische Bestie, die den Menschen am Rand von Paititi auflauert. Es gibt so viel zu tun. Ich gehe erstmal hier nicht weiter, ich mache erstmal weiter bei der Stadt. Hört sich jetzt ein bisschen feige an, aber besser ist besser. Und ich habe nicht meine richtige Kleidung an. Deswegen, wir müssen bevor wir weitermachen mit der Hauptmission, Dark. Vorher stand hier noch ein anderer. Darf ich? Darf ich? Danke. Ja, beschwerlich leise. Also Leder kann ich jetzt bestimmt nicht mal klagen. Hey. Weißt du, was in dieser Stadt fehlt? Na? Liebe. Früher hing sie in der Luft wie der Duft von Hibiskus. Der... Liebe. Dafür habe ich nicht genug Platz. Amaru kehrte zur Beisetzung seines Bruders zurück, untröstlich während der Bestattung und anschließend wie erstarrt. Am nächsten Tag durchkämmte er jedoch die Stadt. Er entlarvte den Anführer der Kultisten und stellte diese als Fremde bloß. Es wird Zeit, dass die Bewohner von Paititi die Kontrolle über ihre Stadt übernehmen, sagte er, einen abgetrennten Kopf in der einen Hand und das blutige Messer in der anderen. Nie wieder werden wir uns Fremden beugen. Das ist echt eine... Oh, das habe ich vergessen. Komm mal her. Graben. Ach, ich bin wieder hier unten. Alter. Allein das Durchsuchen der Stadt. Wunderschön. Händler. Wirst du handeln? Bitte. Ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn sie glauben, ich wollte sie betrügen... Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir? Ja, was hast du denn? Oh. Was ist das denn? Jägerköcher. Okay, Das war eine ausgezeichnete Wahl. Alter. Die Götter sind für uns. Uns. Ich verkaufe dir davon nur 15 erstmal. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Alter, wie viel? Oh, 9000. Die Götter sind für uns. Oh. Ja,
Ja, die Götter sind für mich auch. Eidbung, starke Zitambo, Haltbarkeit. Schlangenheitsbogen. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Jo. Gut. Ich bin immer bereit zum Handeln. Das freut mich. Oh, die will auch handeln? Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Unuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Ja. Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut, keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Okay, Alter. Die Götter sind für uns. Messer-Update. Ich habe das Messer-Update. Danke, Ishik. Halt. Also der Markt finde ich ja mal sehr, 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 sehr nice. Also muss ich ehrlich sagen, der Markt war jetzt... Wo? Oh. Es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Ja, Schaden ist da nicht gut. Da hätte ich echt den anderen nehmen sollen. Jetzt habe ich das Messer. Alter, ich will. Also wie viel Basislager ich entdecke. Oh. Die Bewohner der Anden haben die Webkunst über tausende Jahre hinweg perfektioniert. Diese Chuspas ist ein wundervolles Beispiel dafür. Aus Lama- oder Alpaka-Wolle gewebt und traditionell zum Transport von Kakaoblättern genutzt, zeigt sie die ganze Kunstfertigkeit des Webers oder der Weberin. Sie ist wunderschön. Ja, ich beende jetzt erstmal die Folge. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Ich bin jetzt immer noch sprachlos, weil es ist einfach nur, je näher man ins Spiel eintaucht, sprich weiterkommt, umso geiler wird's. In dementsprechend sage ich wie immer, so gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Gimmadiko ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.